habe noch eine Kreuzung der Leylinien entdeckt. Natürlich hast du das. Sie sollten durch dieses Tor marschieren, über den Pfad der Seelen und von dort. Die ganze Welt? Die Krauts haben das Tor direkt über dem Spalt aufgebaut, der tiefer in die Pyxis hinabführt. Also müssen wir euch zuerst heil da durchbringen. Wenn ihr hier rauskommen wollt, müsst ihr euch mit Lichthammer anlegen. Ihr seid wirklich nicht zu beneiden. Naja, das Ding ist, habt ihr uns jetzt wirklich hier viel geholfen? Gefühlt hat sich's. Also angefühlt hat sich's nicht so wirklich. Da ist einer! Ja, natürlich. Baller ich sofort vorbei. Ja. Ich war vielleicht ein bisschen nah dran. Wollte ja gar sagen, kann der mal gucken. Ich meine, wenn die sich Zeit lassen, alles schön, ne? In Deckung! Was war das denn jetzt gerade, bitte? Oh, natürlich, jetzt musst du weggehen, oder was? Okay, der muss auf jeden Fall weg. Seit wann können die das denn? LOL! Jetzt ist er tot, Alter! Oh Gott! Ach nee. Klar, Alter, spawnt vor mir. Spawnt direkt vor mir. Willst du mich verarschen? Nein, doch nicht den Priester, Alter. Doch nicht den Priester, Mann, wenn ich sterbe. Junge, willst du mich verarschen? Genau deshalb, Alter. Wo ist denn der Priester, Mann? Nein. Hier ist der Priester. Jetzt sowieso gleich sterben. Das war wohl der letzte. Okay, war das Jones? Ja. Hä? Was? Wie? Ach so! Hier geht's lang. Dass die auch vor einem direkt durchspawnen, das ist ein bisschen, ja, super. Na, wo, die Musik ist aber noch so spannend. Wo kommen sie denn? Hä? Ein... Okay, genau die richtige. Ich habe das noch zwei. Okay, das ist scheiße. Oh, ernsthaft. Ja, super. Ja, super. Hab ich überhaupt noch einen? Hier hat es jemand erwischt. Alter, lass mich doch mal vorbei zum Priester, Junge. Und macht mal was. Danke, Alter. Steh auf, Mann! Shit! Ja, Alter, spawn doch nicht direkt! Alter, schick mich doch nicht immer zu der, wo gerade einer ist, sondern der frei ist. Junge!
Das Spiel kann echt manchmal ein bisschen anstrengend sein. Aber so kann ich wenigstens den wunderschönen Ladebildschirm noch mal zeigen, den ich, naja, eigentlich rausschneide. Okay, wir haben auch wieder volle Dings. Sie sollten durch dieses Tor marschieren, über den Pfad der Seelen und von dort. Die ganze Welt. Die Krauts haben das Tor direkt über dem Spalt aufgebaut, der tiefer in die Pfütze. Warte mal, hier waren wir doch schon. Also müssen wir euch zuerst. Oh nein. Mann! Darf jetzt aber keiner direkt wieder vor mir spawnen. Alter, der Typ. Ja toll, ich habe jetzt keine Dings mehr. Haben wir's? Das war wohl der letzte. Wenigstens ging's von, ne? Ging's jetzt besser. So, dann mit ihm jetzt weiter. In der Hoffnung, dass. Ein Hinterhalt! Okay, hier war bloß der eine. Da ist noch einer. Ja. Wo denn, Mann? Was sagen, ich sehe die ja gar nicht. Oh, Junge. Ja, klar. Lad den Ruhe nach. Alter, warum muss er an der Stelle, Stelle spawnen? Es lief doch so gut. Ja, toll. Warte mal. Nein! Dass die mit dem, ja. Zeitschleife aktiviert. Hä? Ich wollte gerade sagen, heil doch, Alter. Ich will doch hier nicht umstellen. Ja, toll. Nur heil den Kackpriester, Mann. Oh, ey. Alter, du bist doch so ein Blödmann. Du bist so ein Trottel. Nimm doch deine vernünftige Knarre, Alter. Wie kann das sein, Junge? Alter, ohne Scheiß, Alter. Jones, Junge, du wirst doch hier Anführer von der komischen Truppe sein. Nimm doch deine ordentliche Knarre, dann ist der doch schnell weg. Dann kann der sich auch gar nicht wehren. Ey, ich meine, ja, wir haben jetzt Kontrollpunkt erreicht, aber... Junge, dass die ihre ordentlichen Wummen nicht nutzen. Verstehe ich halt nicht. Das ist ja die reinste Zauberei. Da ist einer. Wo? Hier? Nee. Hä? Wo denn? Schäle das Seil. Oh. Ich wollte gerade sagen, bitte gib mir Dings. Danke. Alter.
Ich würde sagen, nicht im Weg rumstehen. Ja, natürlich, Alter. Ist das der Priester? Wir sind unter Beschuss. Hey, auf. Du brauchst dich gar nicht zu verstecken, mein Freund. Jones muss eine Astralprojektion und Gegner auf den Mauern besitzen. Was? Muss mit seiner Astral von einem der Gegner auf der Mauer Besitzer greifen und anstehen den Treibstoff dann in Flammen. Okay, Jones. Toll, das hat ja super funktioniert, Alter. Jetzt hätte ich's mal. Ist es das, was du wolltest? Junge, jetzt hört. Alter, sonst kriegt er auch nicht Geschiss. Jetzt hört doch mal auf. Gibt es etwas auf der anderen Seite dieser Mauer, mit dem wir sie einreißen könnten? Sag mal. Ach so, ich darf. Ja, ich darf die Scheißtaste nicht loslassen. Mann, hört auf mit der Scheiße, Alter! Wir müssen eine Schwachstelle in ihrer Verteidigung finden. Jones, kannst du die andere Seite auskundschaften? Ja, ich bin dabei, wenn ihr mich nicht gerade töten wollt. Ich sehe hier nichts, Mann. Ich darf halt die beschissene Taste nicht loslassen. Alter, hört doch mal auf mit der Ficke! Ich sehe einen Treibstofftank auf der anderen Seite der Mauer. Hä? Ja, ach da. Ach Junge Mann, es war doch gerade so. Ach, hört doch mal auf zu schießen! Meine Munition ist fast alle! Das interessiert mich ja, das wäre besser wär's. Besser wär's. So kann ich jetzt hier mal. Oh, gib mir das auf den Sack, Alter. Ja, lass dich noch killen, Jones. Der macht uns keinen Ärger mehr. Gib mir Deckung, ich muss nachladen. Ich brauche Munition. Hallo, Mann. Kann ich jetzt mal an den Typen, in den Typen da wieder rein? Hört auf mich zu schießen, Mann. Oh, und das dauert halt eine halbe Ewigkeit, bis der mal mit der Dings klarkommt. Hat er das jetzt gemacht oder nicht? Oh Gott, Alter, ist das eine Scheiße gewesen. Weil die halt immer weitergemacht haben. Halt deine Fresse. Ist doch wahr, Alter, die haben immer weitergemacht. Ich glaube, wir brauchen eine neue Taktik, Freunde. Eine Gruppe sollte die Verfolgung von Lichthammer aufnehmen, während der Rest von uns ein Ablenkungsmanöver startet. Ja, verpisst euch. Okay. Ihr wart wahrscheinlich George, schuld. Rawlings und Cole verfolgen Fräulein Lichthammer. Der Rest von euch bleibt hier und führt ein Ablenkungsmanöver durch. Oh, nee, war das gerade nervig. So, Rainer. Okay, wir sind anscheinend bloß noch zu dritt. Aktiviere Zeitschleife. Ah nein, das ist ja so ein Viech. Nein! Wir haben einen Verletzten, Sir. Ich meine, ist ja gerade am Anfang. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Jesus. Aber das Problem ist, warte mal. Wie bin ich denn jetzt gerade? Okay, sie ist auch fast am Arsch. Mit ihr kann ich aber nicht so viel machen. Rawlings war er. Oh, super. Super, Alter. Oh Gott. Also ja, wir können Zeit manipulieren, aber ich habe jetzt meine Favorites nicht dabei. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange, bis wir wieder auf die anderen treffen. Haben wir nichts Besseres zu tun? Ablenkungsmanöver.
Nee, anscheinend nicht. Kann ich irgendwas machen? Nee. Nein, ich weiß es schon wieder. Vielleicht wäre Jones sogar der Beste. Das Problem ist, ich brauche halt noch in der zwischendurch halt, auch wenn wir jetzt bloß drei Leute sind. Psst. Zeitschleife aktiviert. Hallo? Sie aber auch schmeißt wie so ein kleines Mädchen, Mann. Seht, da drüben. Ist der weg wenigstens? Ja. Seid ihr alle okay? Also, ich muss halt wirklich gedrückt halten. Ich vergesse das halt immer, aber trotzdem. Sie sieht doch, wo die sind. Feind in Sicht. Ja, toll. Vorsicht, Granatenangriff! Ich komme, Simone, halt durch! Ja. Ist der wenigstens tot? Tut mir leid, Sir. Das kommt nicht mehr vor. Was zum Fick war das jetzt gerade? Oh nein. Nein, 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 nein! Oh, ja, danke, Spiel. Genau, das wollte ich eigentlich verhindern. Deswegen bin ich ja mit der Zeitverwurschtel-Tante da rumgestolpert. Oh, oh nee. Das wird nicht gut ausgehen. Ich weiß es jetzt. Zeitschleife aktiviert. Bei ihm hat's. Nein! Okay. Nein, jetzt rennt. Ach, ihr seid doch so eine Trottel, Alter. Rennt da genau rein, wisst ihr. Hilfe. War das gleich hier runter? Nee. War irgendwo da vorne, ne? Oder was hier? Aktiviere Zeitschleife. Oh. LOL. Hau ab, Mann! Es ist tot. Zumindest fürs Erste. Ja. Okay. Zeitschleife. Alter, willst du mich verarschen? Muss ich jetzt echt warten, bis er sagt, Feind in Sicht? Kann ich das wieder aufheben? Ja, ja. Immer dieselbe Masche. Ich warte mal, bis er wieder aufgeladen hat. Das dauert aber lang. Aktiviere Zeitschleife. Vorsicht, Granatenangriff! Oh, wieder zurück. Da kommen noch mehr, ne? Okay, der ist weg. Glaube ich. Er aber nicht. Hey, pass auf! Pass du mal lieber auf. Chat. Hat sie erwischt. Ich meine, er bleibt ja eh da stehen, hoffe ich. Vorsicht, Granatenangriff! Vorsicht, Granate! Vorsicht, Granate! Jetzt flackt es, was weiß ich wohin.
Willst du mich eigentlich verarschen, Frau? Ja, renn doch da nicht rein, Trottel! Ich habe bloß noch 8. Ich weiß halt nicht, wie lange das geht. Ist der weg? Der ist weg. Gott sei Dank. Ja, ich hätte gern mein Muni. Ist die überhaupt richtig? Ich meine, hier kann ich ja nicht hoch. Hä? Moment. Ich meine, hier ging ja noch irgendwie ein Abzweig lang, aber hier ist auch tot. War sie das hier mit der... Nee. Nee. Ach so. Ach, das war das bloß. Brauche ich jetzt Wallings? Ich erhalte hier sehr seltsame Werte, Sir. Was konnte ich mit ihm eigentlich nochmal machen? Gehorche dem Befehl Gottes, erhebe dich! Ja. Hä? Willst du mich verarschen, Spiel? Wo soll ich denn jetzt hier hin? Sehet das Kreuz des Herrn. Hä? Okay. Ah, Leute, hier geht's. Aktiviere Zeitschleife. Ja, toll. Ey, sei froh, dass ich dieses Zeitding hab, Alter. Seid ihr alle okay? Ja, noch. Aber wir haben noch keinen Checkpoint gefunden. Das heißt, nein. Nicht Sekunde. Alter, ich wollte gerade sagen, wie du rennst da rein. Hoppa. Ich habe auch langsam keine Muni mehr bei ihr. Oder für sie. Na toll. Vorsicht, Granatenangriff! Er ist erledigt. Neu gruppieren und feuern wieder. Zeitschleife aktiviert. Vorsicht, Granate! Carter Rawlings ist schwer verletzt. Oh Gott sei Dank. Okay, wenigstens Kontrollpunkt, ey. Seid ihr alle okay? Ich will wieder mit den anderen spielen. Da fühle ich mich sicherer. Weil er ist super. Bist du gekommen, um dich uns anzuschließen? Wir freuen uns immer über Frischfleisch. Ja. Besonders, wenn es von einem Mann Gottes kommt. Wie ist es heute um deinen Glauben bestellt, Pater? Ich möchte mit dir reden, Hannah. Nur wenn du auf Knien darum bittest. Ich komme nicht dazu. Zeitschleife aktiviert. Ja, toll. Wissen wir das? Warte mal. Es hat ihn erwischt. Ja, ja, warte mal. Könnte vielleicht nur er das machen? Hast dir ganz schön Zeit gelassen, was? Gehorche den Befehl Gottes, erhebe dich! Ich weiß ja nicht, was ich damit jetzt mache.
Verpiss dich da mal! Junge, ich bin hier vorsichtshalber. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich sie aufhalten kann. Natürlich. Komm, mach hin. Wo ist die Alte? Nur renn da schnell hin, Alter. Macht da, ich wollte gerade sagen, macht das überhaupt irgendwas? Ich muss zum Pater, ich muss zum Pater. Jones hat's erwischt. Jesus, das ist erwischt. Alter, was war denn das jetzt gerade? Ich hab doch gar nicht den Dings gewechselt, Mann. Alter, lad doch mal nach. Alter, hör auf hier. Halte durch, ich komme. Nein. Nein. Alter, wie lange dauert das, bis wir die mal weg haben? Schießt hier aber auch immer bloß auf ihn ein, ne? Ja! Ah, shit, Alter. Ich würde gerade sagen, ist schön, schön, dass sie sich da festgepackt hat. Hat sie gesagt, ich weiß, wie ich sie aufhalten kann? Das dauert eine halbe Ewigkeit. Oh. Ja, Entschuldigung. Funktioniert halt immer super, ne? Nein! Willst du mich verarschen, Alter? Lass mich den Priester ein! Lass mich den Priester ein, du blöde Kuh! Okay, das war nicht der Priester. Boah, Alter. Boah, Junge. Hallo? Ach so, das ist ja... Ich hab das Gefühl, ich mach das hier die ganze Zeit nicht richtig. Gehorche den Befehl Gottes, erhebe dich! Nachschub kommt! Oder ist das zum Wiederbeleben gedacht? Das ist halt irgendwie komisch. Super! Aber gut, jetzt haben wir Zeit verwurschtelt, Tante. Zeit verwurschtelt, Tante. Ich hab nochmal drauf geschossen. Ne? Hä? Also ich muss irgendwas falsch machen. Ein Glück, ey. Sie brauchen Hilfe. Wie lang war ich außer Gefecht? Ungefähr eine Sekunde. Wir brauchen mehr Munition, Karl.
Ah. Munition ist unterwegs. Ihr habt viel von eurem Zuhälter gelernt. So gehorsam. Wo hast du sie nur aufgetrieben, Pater? Ignoriert sie. Ich mache das jetzt schon seit 40 Jahren und nie fällt ihnen etwas Neues ein. Etwas Neues? Wie wär's damit? Die Bluthexe hätte es gern, wenn du sie so richtig durchfickst, wie es ihr Vater getan hat. Habe ich nicht recht? In Ordnung, das reicht. Tretet von ihr zurück. In nomine Patris. Meinst du das Wort Gottes hätte mir irgendeine Bedeutung, du Päderast? Et Spiritus Sancti. Kinderschänder! Amen. Ich werde dich verschlingen. Ich werde... Das erklärt ihren Widerwillen zu kooperieren. Das Tor zur nächsten Ebene der Pixis. Irgendwie hat sie es absorbiert und wurde dadurch selbst zu dem Schlüssel, der den Spalt öffnet. Er ist in ihr drin. Billy, schließ dich den anderen an und hilf ihnen beim Ablenkungsmanöver. Ich werde unsere Freundin hier zum Tor bringen.